Stuttgart unter Vertrag. Heute erzielte Andreas Müller das 1:0 für Hannover gegen seinen alten Verein. Bis zur Pause hatte Sigi Reich sogar auf 2:0 erhöht, weil Nationaltorhüter Immel viel zu spät reagierte. Nach dem Seitenwechsel verspielten die Niedersachsen innerhalb von 2 Minuten ihren Vorsprung. Eigentor von Geils und dann das 2:2 durch Schütterle. Die erneute Führung für Hannover 96 durch Kohn hielt nur bis 10 Minuten vor Schluss. Für die wenig überzeugenden Stuttgarter, bei denen Torwart Immel wegen einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste, rettete Mittelfeldspieler Schröder mit dem 3:3 wenigstens einen Punkt.